Ein Haus mit gesunden Baumaterialien, ein Haus zum Wohlfühlen. Das war die Vision von Norbert Weimper aus Mühlacker. Ja, meistens, wenn ich heimkomme, mache ich erstmal alles auf, richtig frische Luft nochmal rein, obwohl wir ja die kontrollierte Lüftung haben. Aber es ist einfach schön, alles geht auf, Wind pfeift, Vögel zwitschern, super Gefühl. Und ja, in der App spielt man dann natürlich auch mal gern rum, wenn man es schon hat. Ein Healthy Home mit smarter Technik. 3 Monate hat der Baufachjournalist und Blogger das neue Wohlfühlhaus geplant. Ja, und dann haben wir uns Partner gesucht, Schwörerhaus zunächst und rund 40 andere Projektpartner. Und ja, haben denen die Frage gestellt, hey Leute, zeigt mal, baut uns mal unser Healthy Home. Und ja, ich denke, hat funktioniert. Kernstück des Gesundheitskonzepts ist das nahezu vollständig verglaste Dach mit Photovoltaikanlage. Naja, wir stehen jetzt also direkt unter diesem Multifunktionsdach. Was wir nicht sehen, sind links und rechts die Photovoltaikmodule. Was wir sehen, sind also diese Solardachfenster, die energieautark arbeiten, mit Solarstrom auch einzeln betrieben. Und dann natürlich das Highlight dabei, diese elektrochrome Verglasung. Die macht dunkel, aber wir können trotzdem raussehen. Und aber es bleibt wirklich kühl hier oben. Das wäre ja jammer schade. Also wenn wir hier jetzt Rollladen hätten, wir hätten eigentlich nichts von den schönen Fenstern. So haben wir immer noch den Blick. Besonderes Augenmerk legte er auf die Fensterplanung. Auch sie richtet sich nach dem Wohlfühlaspekt, auch wenn das von außen nicht stimmig erscheinen mag. Also das Prinzip heißt, innen formt außen. Und ja, wir hatten einen Facebook-Post. Erste Antwort, die Fenster machen ja die ganze Fassade kaputt. Nee, das gehört dazu. Also wir haben bewusste Asymmetrien. Also unserer Meinung nach macht es auch eine spannungsreiche Architektur. Das Thema heißt Licht- und Sichtachsen im Haus. Und wenn wir jetzt gerade mal das nehmen hier hinter mir, wir kommen morgens aus dem Schlafzimmer, gehen direkt auf dieses herrliche Grün zu. Das tut einfach gut. Man fühlt sich wohl und wohlfühlen heißt sich gesund fühlen. Durch den intelligenten Einbau der Fenster nutzen Norbert Weimper und seine Frau Christine das Tageslicht effektiv. Wohngesundes Bauen fängt aber bereits bei der Wahl ökologischer, zertifizierter Baustoffe und Wandfarben an. Alles muss emissionsfrei sein, nicht nur das Oberflächenmaterial. Aber ganz wichtig auch Dinge, die man nicht sieht. Hier dahinter haben wir eine Platte, die auch eben super Werte aufweist. Von dem sieht man nichts mehr, aber man würde es in der Raumluft merken und im schlimmsten Fall dann auch spüren. Vieles wirkt eben, obwohl man es nicht sieht. Es gibt durchaus Konstellationen. Ich habe einen Stoff, der ist clean, der macht nichts. Ich habe einen zweiten Stoff, macht auch nichts. Und wenn die zusammenkommen, zusammenwirken, dann kommt was Negatives, was Schlechtes raus. Und sowas muss man halt wissen. Wichtig ist auch die Wahl der Möbel. Die sind überwiegend aus Holz. Putzmittel werden bewusst und sparsam verwendet. Seit über 20 Jahren steht bei Norbert Weimper das Thema Wohngesundheit an erster Stelle. Deshalb musste jetzt beim neuen Haus alles stimmen.